Gegrüßt und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, denn gleich gibt's etwas auf die Ohren, besser gesagt für die Ohren, denn ich habe mich dazu entschlossen, den Klang meines Fernsehers etwas aufzupeppen und zwar mit einer smarten Soundbar, in diesem Fall mit dem Sonos Beam in der zweiten Generation. Lasst uns dieses Gerät gleich etwas näher kennenlernen und natürlich auch ausprobieren und dabei wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß. Los geht's! Das Gerät gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in Schwarz und in Weiß. Ich habe mich hier für die schwarze Farbe entschieden. Ist an dieser Stelle eine reine Geschmacksfrage. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum hast du dich gerade für eine Soundbar entschieden und nicht für eine 7.1, 5.1 Anlage mit fettem Subwoofer und so weiter? Ganz einfach, ich habe sogar solch eine Soundanlage. Wir haben Nachwuchs erhalten und ich könnte solch eine Anlage nicht voll aufdrehen, voll ausreißen, gerade mit dem großen Subwoofer, wo hier alle Wände scheppern und vibrieren. Und wenn der Kleine nebenan schläft, dann macht es eh keinen Sinn. Und deswegen habe ich etwas gesucht, was zum einen nicht viel Platz wegnimmt und nichtsdestotrotz einen guten, ausbalancierten Klang liefert. Ich werde es natürlich im Laufe des Videos, wenn das Gerät in Betrieb genommen worden ist, nochmal versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben, an euch wiederzugeben, also dieses Klangerlebnis. Wenn man hier ein bisschen ranzoomt, ja, soweit es geht mit dem Weitwinkel, die Verpackung ist ja auch keine kleine, sieht man schon ein paar wichtige Punkte. Ich habe ja eben gesagt, das ist eine smarte Soundbar. Ich werde den Namen nicht sagen, damit eure Geräte nicht angehen. Ist schon verbaut. Apple AirPlay ist möglich und natürlich zum allerersten Mal in der zweiten Generation. Der Beam in der ersten Generation konnte das nicht. Dolby Atmos fähig. Und ja, Google wird hier auch supported. Zack, ich bin schon auf die Verarbeitung gespannt. Aha. Für mich persönlich ist es natürlich wichtig, dass ein Gerät, welches so präsent im Wohnzimmer aufgestellt wird, gut aussieht. Und gerade beim Beam, ob es in der ersten oder zweiten Generation, da gibt es fast keine Unterschiede, hat mich dieses Schlichte angesprochen. Oh, das wiegt sogar gar nicht mal so wenig. Okay, der kommt erstmal raus. Zubehör, eine Bedienungsanleitung. Das System wird natürlich auch in das Heimnetzwerk eingebunden, über Wi-Fi zum Beispiel. Dann haben wir noch eine Sonos-App auf dem Smartphone, um dort noch ein paar Einstellungen vorzunehmen. In dieser Tüte befindet sich ein Adapter, optischer Anschluss auf HDMI und dann nochmal ein HDMI auf HDMI, denn der Klang wird hier über HDMI übertragen. Und wenn ihr hier mit dem Beam in der zweiten Generation das Dolby Atmos nutzen möchtet, muss euer TV den HDMI eARC Standard unterstützen. Was ist eigentlich Dolby Atmos und warum braucht ein Lautsprecher Rechenleistung, um das Ganze wiederzugeben? Denn der Beam in der ersten Generation, weniger Rechenleistung, kein Dolby Atmos. Beam der zweiten Generation, mehr Rechenleistung, Dolby Atmos. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Man schaut zum Beispiel einen Film und diese Technologie kann beim Klang dann unterschiedliche Soundeffekte, sage ich jetzt mal, raushören und separieren. Irgendwo fliegt vielleicht ein Flieger vorbei. Der Lautsprecher kann das errechnen und schickt den einzelnen Klang auf einen Lautsprecher, der für oben zuständig ist. Würde auch noch zusätzlich, während der Flieger an uns vorbeifliegt, noch links im Bild ein Auto explodieren. Das System separiert diesen Klang und boom, schickt es auf die Einheit des Lautsprechers, die für die linke Seite zuständig ist. Und dann entsteht so ein 3D-Klang. Dann werfen wir noch schnell einen Blick auf die Soundbar selbst. Ja, dieses Siegel muss noch weggemacht werden. Natürlich wertig verpackt das Ganze. Aber bei einem Kaufpreis von 499 € sollte man das auch erwarten. Das Produkt ist natürlich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Okay, machen wir ganz raus. Ihr seht das in der Draufsichtkamera, die Oberseite matt gehalten. Ist auch leicht nach innen gewölbt. In der Mitte ein Bedienfeld, ein Mikrofonsymbol. Ich denke, das leuchtet, wenn das Ganze aktiv ist. Und das sind wahrscheinlich die Mikrofone, oder? Wenn wir uns das Gerät jetzt von vorne anschauen, sieht wie folgt aus.
hier das Sonos-Logo in schwarz gehalten. Dieses Gitter komplett durchgehend, finde ich schön. Und rein vom Aussehen her, zwischen der ersten und zweiten Generation hat sich vielleicht auf den ersten Blick nicht viel getan. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist bei der ersten Generation das hier mit einem Stoff überzogen. Hier ist es halt so ein durchgehendes Polycarbonatgitter. Lasst mich das Ganze mal drehen, um euch hinten die Anschlüsse zu zeigen. Einmal der Anschluss für das Stromkabel. Ich denke, hier drüber wird das System gekoppelt. Ein LAN-Stecker, obwohl wir auch Wi-Fi verbaut haben. Und der HDMI-Anschluss, über den Ton hier eingeht. Jetzt wissen wir auch, warum dieser Adapter von optisch auf HDMI beiliegt. Denn ich sehe jetzt hier keine Schnittstelle, um ein optisches Kabel direkt einzuschließen. Das ist aus meiner Sicht so ein kleiner Minuspunkt des Systems. Die hätten ruhig noch mehr Möglichkeiten hier anbieten können, um Geräte anzuschließen. Und apropos anschließen, genau das werde ich jetzt machen. Mittlerweile sind 3 Wochen vergangen, in denen ich den Sonos Beam in der zweiten Generation ausgiebig beim TV-Schauen, Musik hören, testen konnte. Den Anfang mache ich mit der Installation, also das Anschließen des Sonos Beam bei mir am TV. Das funktionierte problemlos. Nur bei mir die Besonderheit, der 65 Zoll TV steht nicht auf irgendwelchen Standfüßchen, sondern ist an meine Wohnzimmerwand angebracht. Also er hängt, der Fernseher. Mit einer doppelten Wand, damit man keine Kabel im Hintergrund sieht. Das heißt, den 65 Zoll TV erstmal abgehangen, alle Kabel verlegt, Stromkabel des Beam, sowie das HDMI IARC Kabel. Und nachdem alles angeschlossen war, hat mein TV die Soundbar auch direkt erkannt. Also ich konnte direkt loslegen. Dann nur noch die Sonos App installiert und den Beam in mein Heimnetzwerk integriert. Auch hier hatte ich keine Probleme. Wir haben ja vorhin gelernt, dass bei dem System, ich versuche es auszusprechen, damit nicht überall die Geräte angehen, Alexa verbaut ist. Das heißt, mein Dot, den ich zu Hause nutze, um alle Lichter zu steuern, hat ausgedient. Das konnte ich dann auf einmal alles über den Beam machen. Für mich der Vorteil, es stehen nicht 2 Geräte rum, die Soundbar kann es auch machen. Der weitere Vorteil, der Klang ist dann natürlich besser, denn ich nutze den Dot wirklich sehr oft, wenn ich am Arbeiten bin, zu Musik hören, Webradio, Spotify und so weiter. Und Musik hören mit dem Beam in der zweiten Generation macht auch Spaß. Hört sich ungefähr so an. Okay, gut, es ist natürlich schwer, sowas über ein YouTube-Video zu präsentieren. Vielleicht schaut der eine das Ganze gerade auf einem Smartphone an, dann kommt der Klang eh nicht rüber. Aber was ich sagen kann, ein gesunder Mix, schöne Klänge. Wer jetzt auf sehr viel Bass steht, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Man bekommt hier bei dem Beam in der zweiten Generation eher einen ausbalancierten Klang. Also für meinen Hörgeschmack eine gute Qualität so gesehen. Thema Dolby Atmos. Ich konnte hier auch schon den ein oder anderen Filmabend mit dieser Technologie am Beam in der zweiten Generation genießen. Wenn ich jetzt so richtig überlege, nur dieses Dolby Atmos wäre jetzt nicht der Kaufgrund, warum ich mich für den Beam in der zweiten Generation entscheiden würde. Es ist cool, sowas zu haben, man gewöhnt sich auch dran, wenn es weg ist, dann möchte man es auch wieder haben, weil so ein platter Stereo-Sound doch langweilig ist. Aber Dolby Atmos würde man, glaube ich, noch viel mehr genießen, wenn man eine deutlich größere, natürlich auch teurere Anlage hätte, wo Lautsprecher hinter einem verbaut sind, irgendwo oben an den Seiten. Ihr versteht, was ich meine. Für mich war es in der Tat deutlich wichtiger an dieser Stelle, dass man hier einen guten, ausbalancierten Klang hat beim Musik hören, Filme schauen und all das in einer kompakten Lautsprechereinheit, einer gut verarbeiteten, schicken Lautsprechereinheit und all das
das trifft auf den Beam in der zweiten Generation zu. So viel zum Feedback. Ich denke, mit diesen Worten ist nun alles gesagt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao. We'll be right back.